dressiert man Lassie, dass die, dass, also Bandit, dass er so gut mitmacht? Tiere trainiert man immer mit positiver Bestärkung. Das heißt, dass man sie für alles belohnt, was sie, was erwünschtes Verhalten ist. Sie werden nicht gestraft, sondern sie werden belohnt. Meistens mit Leckerli, aber auch mit Spiel oder mit Streicheln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann baut man das Ganze natürlich Schritt für Schritt auf. Man hat ja im Film auch gesehen, es gibt ja immer Schnitte. Da ist Pelle drin, dann sind die Eier drin, dann ist der Hund drin. Deswegen, der Hund muss das gar nicht in einer Folge machen, weil es sowieso immer geschnitten wird. Der Bandit ist ja bei uns, seit er 4,5 Monate alt ist. Jetzt ist er 6 Jahre. Also wir hatten ein bisschen Zeit zum Trainieren. Die große Frage aller Kinder ist, hat sich der Hund nicht die Pfoten verbrannt, als er auf den Herd, also als er den Herd ausgemacht hat? Ja, hier muss ich ja sagen, das ist Film und Film ist immer Fiktion. Das heißt, der Herd wurde gar nicht eingeschalten, sondern da gibt es Lichteffekt, der macht da Licht hin und drunter liegt so ein Räucherstäbchen, damit ein bisschen Qualm kommt. Und er kann sich gar nicht verbrennen. Aber jetzt verrate ich alles. Das ist ja eigentlich Frage, oder? Jetzt gibt es diese Szene, wo Bandit so super weit springt. Ist es denn alles echt, wo doch heute so viel getrickst wird? Springt er wirklich so super weit über einen Felsvorsprung? Ist das, glaube ich, ne? Ja. Ja, der Hund springt schon 2 Meter durch die Luft. Aber er macht es jetzt nicht von einem Felsen zum anderen Felsen, sondern wir haben da extra eine Rampe, einen Tisch, auf der gegenüberliegenden Seite wieder einen Tisch und eine Rampe bauen lassen. Wir haben das auf sicherem Boden gemacht, gar nicht so hoch. Und wir haben angefangen mit 10 Zentimetern. Und dann wurden die Tische immer weiter auseinandergestellt. Also das ist nichts, was man mit seinem privaten Hund machen kann. Da braucht es Profitrainer, da braucht es Sicherheit. Da braucht es spezielle Geräte dafür. Das kann man nicht so einfach jetzt mal machen. Und ich dachte, vielleicht sprechen wir noch mal darüber, wie so Dreharbeiten mit Hunden ablaufen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? So ein Drehtag mit Hund am Filmset, der läuft so ab, dass wir morgens erstmal Gassi gehen, den spielen lassen, füttern. Und dann fahren wir an den Drehort und wir Trainer gucken uns erstmal den Drehort an, wir sprechen uns mit Regie und Kamera, dann schauen wir uns die Proben mit den zweibeinigen Schauspielern an und wenn klar ist, welche Anforderungen vom Hund vor der Kamera zu erwarten sind, holen wir den Hund, proben mit dem Hund, der Schauspieler und der Regisseur, die proben oft eine halbe, dreiviertel Stunde. Beim Hund dauert es meistens zwischen 2 und 5 Minuten. Dann weiß er, was er zu tun hat. Und dann macht er das. Wir wissen genau, wo wir stehen müssen, damit die Illusion erhalten bleibt. Meine Kinder waren schwer beeindruckt, dass du dich hast aufs Auto spannen lassen. Bin nicht die Mutigste, wenn es um Stunts geht und so. Aber mir war wichtig, so nah am Hund dran zu sein wie möglich. Und dann gab es eben nur diese Möglichkeiten. Das Auto stand am Trailer, aber das heißt nicht, dass wir langsamer gefahren sind, keine Kurven gefahren sind. Also ich bin schon hin und her geschwankt und habe mich dann immer versucht, irgendwie abzustützen. Also es war ein Abenteuer, ja. Wie Bandit da läuft, das ist unfassbar. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, wie schafft dieser Hund das? Haben die das mit Slow-Mo gedreht und eigentlich rennt er gar nicht und so. Aber ich glaube, dass so ein Hund schon weite Strecken auch rennen muss, ne? Was heißt muss? Er will. Die wollen ja eine Auslastung, die wollen ja beschäftigt sein. Ein Hund will Hund sein, er will sich bewegen, er will auf die Jagd gehen. Also muss man Ersatzbeschäftigungen suchen. Und meine Hunde sind halt Filmhunde und leben dann alles aus, geistig und körperlich. Also vieles, was im Film gezeigt wird, ja, das kann ein Hund leisten. Und es war nicht so amerikanisch, wow, der Hund kann denken und hat Abitur und hat studiert und hat seinen Doktortitel. Nein, im Film kommt schon rüber, dass es Hunde sind. Und ich glaube, das ist das Schöne. Das Problem ist, dass Leute sich einen Collie besorgen, weil sie denken, der ist wie Lassie im Film. Und das ist einfach nicht so. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass wir das immer wieder sagen, es ist ein Hund und der darf auch ein Hund sein.
Ja, also das ist ja meine Botschaft, die ich raustrage. Zum einen, wir dürfen träumen, wir dürfen uns wünschen, dass Hunde solche tollen Dinge machen. Das ist Fantasie. Lassie ist ja eine Romanfigur, also das heißt, die Geschichte wurde geschrieben und Bandit ist ein Schauspieler, der diese Rolle verkörpert. Aber auch Bandit ist nicht Lassie und ein ganz stinknormaler Hund.